Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und Klaus hat jetzt das Sudoku wieder auf seinem Emulator. Und der läuft jetzt mit der Virtualisierung wenigstens nicht schneller. Also, ich drücke mal auf Statistik. Also eins immer noch, ja. Und dann machen wir mal spielen. Und jetzt schwer. Und dann spielen. Ja, wissen wir auch genau. Da sind wir also. Okay. Da haben wir eine 4, sehr schön. Da haben wir eine 4. Und weiter haben wir noch irgendwas. Hier haben wir nichts, da haben wir eine 8. Einzelne. Weitere Einzelne sehe ich im Moment hier nicht. Okay, dann fangen wir mal der Reihe nach an. 1, 2, 3. Also bei 1 haben wir dann 1. Und dann haben wir 2. Dann können wir den 2 da oben wegmachen. Haben wir 2, dann haben wir 3. Dann haben wir auch 2. Tja, kommen wir nicht weiter erstmal. Weiter mit der 2. Also gerade habe ich endlich nach 2 Monaten Besitz des Motherboards MSI Tomahawk B450 ist es mir gerade gelungen, endlich nach zahlreichen Recherchen die Virtualisierung einzuschalten und der und der Emulator hier läuft gleich schneller. Also das Hochladen ging flott und auch das Installieren der von Sudoku und so, das ging wesentlich flotter. Da oben diesen Tipp habe ich auch nicht mehr. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich habe gerade alles aktualisiert. Der ist nicht auf dem neuesten Stand. Okay. Wo waren wir jetzt hier? 2. Also ich habe gerade die Virtualisierung installiert. Und der geht jetzt schneller. Wenn Sie mir nicht glauben, kann es sein. Wir sind ja heute alle misstrauisch. Ich auch. Dann können wir mal hier sehen, da, dann gehen wir sehen, da unten, Virtualisierung ist aktiviert. Das heißt also, dass jetzt die Virtualisierung viel schneller geht und ich damit auch die Möglichkeit habe, jetzt virtuelle Systeme hier zu installieren, wie ich das bisher auch hatte. Da können wir den wegmachen, da unten, da kommt dann da ein richtiger hin. Okay. Weiter mit der 3. Sieht übel aus bei der 3. Nicht zu machen. 4. Ja, bei der 4 sieht es auch nicht viel besser aus. 5. Da haben wir 2 Fünfer. Ja. Also ich freue mich, dass ich jetzt endlich die Virtualisierung drin habe. Da habe ich ja so lange dafür gebraucht, um das zu realisieren. Da freue ich mich, dass ich es das heute endlich geschafft habe. Jetzt fehlt mir heute noch der Drucker. Die Virtualisierung hatte ich mit dem alten System auch nicht. Die sind ziemlich versteckt. Ja. Fünf tut ich nichts hier. Ich sehe keine Möglichkeit für die 5.
Bei der 6. Da haben wir eine 6, ja. Da haben wir auch eine 6, gut. Okay, weiter mit der 7. Da haben wir eine 7. Und bei der 8. Bei der 8 haben wir da eine 8. Und da haben wir eine 8. Und da haben wir eine 8. Okay. Und die 9? Die 9 haben wir. Die 9. Bei der 9 hängen wir fest, da tut sich nichts momentan. Ich muss mal was trinken. Die Zunge ist wieder ein bisschen dick. Ja, da haben wir 2. Okay. Weiter mit der 1. Irgendwas Isoliertes hier zu sehen? Auch nicht. Also die 1. Die 2. Da kann die 2 da oben nicht sein. Aber löst auch keine Probleme. Die 3. Sehr viele 3 hier noch. Undurchschaubar. 4. Ja. Da haben wir eine einzelne 4 in der Reihe, in der Spalte. Und da haben wir 3 und 9, da haben wir 3 und 9, da haben wir 3 und 9. Und ja, 4 und 5. Hat mir jetzt bei 1 für sich verändert. Ich muss mal kurz nachschauen, nochmal zurückgehen. 2. Drei, vier, gut, fünf, sechs, sieben, acht, neun, da haben wir eine 9. Nein, da haben wir keine 9. Was rede ich denn hier? Da haben wir 2 9 in der Reihe. Manchmal sehe ich das hier. Ist der Wunsch der Vater des Gedankens der Wahrnehmung. Ja. Also, Ende erstmal. Auf die Suche nach Doppelten. Da haben wir 5-3, da auch 5-3. Bringt uns aber nicht weiter. Da haben wir 1-2, 1-2. Da haben wir 3-9, 3-9. Da haben wir 1-7. Ein 7,
Dann war 1,3. Dann war 3,9. Drei neun, da haben wir 4,8. Tja, 3,9, 3,9. Und da auch 3,9. 3,9 kommt häufig heute vor. 3,9, 5,3 und 5,3. Ja, da haben wir auch 5,3. Bringt aber auch nichts. Das hilft, führt nicht dazu, dass ich irgendwas eliminieren kann. Tja, das heißt, ich muss mir den setzen. Ist das Bild jetzt größer wie normal oder? Da haben wir was. Ja, und was hat das jetzt, wozu, was bringt das jetzt? Das sehe ich nicht so genau. Wieso ist der Bild so groß hier? Okay, also das Bild ist sehr groß. Ich muss mal schauen, ob ich dann nachher was an den Einstellungen ändern kann. Ja, aber schön groß zum Sehen, denke ich mal. Der Kopf ist ein bisschen groß. Der sollte kleiner sein. Okay, 3. Keine Änderung bei der 3. 4. Auch keine Änderung. Da ist zwar gerade irgendwas passiert, aber ich weiß nicht genau was. Da war ein 2, ein 2, 5, 3. Tja. 5. 6. Sieben, acht, neun, okay, ich brauche noch einen Tipp. Also diese eine prüfen, sagt er jetzt also. Was haben wir denn da? 5, 2, da war 5, 3. Da haben wir 5, 3. Da haben wir eine 1. Da haben wir eine 1 da unten. Ist das die einzige 1 hier in der Reihe? Ja, genau. Wieso habe ich die vorhin nicht gesehen? Ja, die war schwer zu erkennen. Okay. Kommt da eine 1 hin? Und weiter? Tja. Weiter. Da haben wir 5, 3, 5, 3. Das heißt, da kann keine 3 sein und da auch keine. Wenn wir die 3 schon mal wegmachen. Und da kann auch keine 5 sein. Jetzt haben wir da also 4, 9, 4, 9. Das heißt, da kann auch keine 9 sein. Und da kann eine 9 sein. Das war doch schon mal gut. Hier gut, jetzt haben wir da 4, 9, 4, 9. Da haben wir jetzt eine einzelne. Die werden wir mal gleich aktivieren. Okay. Dann haben wir da auch eine einzelne. Und die können wir auch wegmachen.
Mit drei waren wir, ne? Dann haben wir da zwei, ja. Wir hätten da zwei Stück. Deswegen konnte die nicht sein. Okay. Ja, momentan erstmal Ende. Vier. Tut sich auch nichts. Fünf. Da haben wir eine 5. Da haben wir eine 5 und das war es jetzt mal. 6, 7, 8, 9. Da haben wir eine 9. Okay, Ende 9. Also jetzt haben wir da unten 5, 3, da haben wir auch 5, 3, da haben wir 6, 9, da haben wir 4, 9. Sehr viele Doppelte. Da haben wir 1, 3. Ja, in der Mitte kommen wir nicht richtig weiter. Da haben wir 4, 8, 4, 7, 3, 9, 4, 8, 4, 2. Dann waren es 3 und 1, 3. Dann waren es 3 und 1, 3. Das heißt also, da kann kein 3 sein. Und der kann auch kein 1 sein, weil das ist ja 1 und 3 da unten. Also muss das die 4 sein. Und dann haben wir da oben auch eine 4. Es kommt so langsam. 1, 4, 1, 4. Da haben wir eine 2, eine einzelne. Und da auch. Und da. Und da. Haben wir diese zwei schon mal zusammen. Alle drei, drei, drei. Drei, 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 zweier. Was war mit der eins? Unverändert. Zwei. Haben wir. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Sind wir durch hier? Ja, und eins sehe ich gerade. Manchmal bin ich ja blind, da sehe ich es überhaupt nicht. Ja. Da haben wir noch eine 3, haben wir da noch. Und dann können wir da eine 3 machen und da eine 3 und da unten auch eine. Jetzt kriegen wir die auch weg. Und die 3. Haben wir die 3 auch schon mal im Sack? 2 im Sack, 3 im Sack. Da haben wir die 1. Eine 1 und eine 1, noch eine 1. Und noch eine 1. 3 Einser. Jetzt haben wir die 1, die 2 und die 3 haben wir schon. Wir rollen das Feld von unten nach oben auf. Da haben wir eine 8. Da haben wir eine 8 und da unten waren eine 5. Noch eine 8.
5. Da auch. Und noch eine. Und wieder eine. Und noch eine. Sind wir da schon aufgelöst jetzt? Könnte sein. Da haben wir eine 6. Und noch eine 6. Da haben wir eine 9. Und wieder eine 9. Und noch eine 9. Und da eine. Und da eine. Da haben wir eine 7. Und da auch. Und dann haben wir da die 4. Das war's. Das war's für heute. Hurra, hurra. Später. Ja, hurra, das klappt also. Auch mit dem Emulator. Jetzt habe ich das also eingestellt hier. Ich freue mich, dass ich jetzt ein schnelles Android auf meinem PC habe. Dann brauche ich ja den Bliss gar nicht zu installieren, oder doch? Okay. Ich mach mal aus. Ich sag mal, tschüss Leute, macht's gut. Mein Tag ist gerettet.